Also, ich habe ja damals auch noch Tennis gespielt. Vielleicht wäre ich dann so ein Tennis in die Richtung gegangen. Aber ich habe auch ganz langweilig eine Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunikation gemacht. Vielleicht wäre ich dann auch da gelandet. Da sehe ich mich nach dem Fußball eigentlich auch. Deswegen wäre es so vielleicht diese zwei Möglichkeiten. Wäre ich zur Polizei gegangen. Also um dort zu arbeiten und nicht um mich zu stellen. Oh, gute Frage. Ich würde, ich denke, Handelsschule machen. Und dann keine Ahnung. Ich habe nie einen Plan B gehabt. Hat geklappt. Ja. Ja, falsch wäre ich natürlich Physiotherapeut geworden, weil ich mit Menschen arbeite. Also ich mache das gerne, mit Menschen zu arbeiten. Also ich wollte mal Medizin studieren, aber ich glaube, das war mehr so, weil das einfach was Gutes war, nicht weil ich das unbedingt wollte. Wo wäre ich denn gelandet? Das ist echt schwer zu sagen, weil Fußball eigentlich immer alles bestimmt hat in meinem Leben. Und was mich sonst noch interessiert, ist halt so Politologie. Vielleicht wäre ich in diese Richtung gegangen. Ich hätte wahrscheinlich mein Biologiestudium beendet. Und ja, hätte da vielleicht noch einen Doktortitel gemacht, wenn ich ganz große Lust gehabt hätte. Vielleicht wie du. Oder ja, Media oder vielleicht ein Sportdirektor oder ja, ein Büro, wenn nicht schlecht. Bleibst du hier. Hätte ich irgendwas Spannendes studiert, hätte ich studiert zwar jetzt auch, aber vielleicht irgendwas Spannenderes und vielleicht wäre ich Anwalt geworden.